Einen recht schönen guten Tag aus Leipzig. Hier ist mal wieder Stempeln mit René.de. Heute zu einem neuen Video. Ich dachte mir heute früh, es wird mal wieder Zeit, du solltest mal wieder was drehen. Ein Videokanal lebt nun mal von seinen Videos. Aber zuallererst, bevor wir hier mit irgendwas anfangen, möchte ich mich bedanken, dass ich bereits nach so kurzer Zeit bereits 100 Abonnenten für meinen Videokanal auf YouTube habe. So, was machen wir heute? Ich habe gestern eine Karte für das Global Design Projekt gemacht, und zwar diese Schmetterlingskarte in Spotlight-Technik. Es war ein Sketch vorgegeben, das also hier unten das Motiv ist, der Spruch darüber, dieser Abstand zum Rand. Und ich persönlich finde die Spotlight-Technik ganz toll, und ich finde auch, dass sich unser Designerpapier Schmetterlingsvielfalt richtig toll für diese Spotlight-Technik eignet. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass wir heute gemeinsam eine Frühlingskarte daraus machen. Hier habe ich schon mal etwas zurechtgeschnitten. Ich habe also zum einen ein Stückchen Farbkarton als Klappkarte zurechtgemacht, ist also 21 x 14,8, gefalzt bei 10,5 cm. Habe ich gemacht in Osterglocke. Das Designerpapier aus der Blütensymphonie hat eine Größe von 14,3 x 10,0 cm. Hier habe ich ja eigentlich ein anderes Gelb drin. Hier ist nämlich Ananas drin. Aber damit ich auch zu diesen beiden Gelbtönen noch einen kleinen Farbunterschied sehe, kombiniere ich das halt mit Osterglocke. Und ich finde, das macht sich also richtig gut. Dann geht also die Blüte nicht direkt aus der Karte hervor, sondern man sieht also auch noch diesen farblichen Absatz. Dieses Stückchen Designerpapier aus der Schmetterlingsvielfalt hat eine Größe von 8,5 mal 12,8 cm, so dass ich also hier außenrum, wenn ich das nachher aufklebe, einen gleichbleibenden Rand habe. Meinen Spruch habe ich mir bereits gestempelt und auch schon auf eine Mattung geklebt, hat eine Breite von 8,5 mal 2 cm insgesamt. Und der Spruch ist also aus dem Set Perfekter Geburtstag, dieses Alle Gute zum Geburtstag. Ich habe das jetzt bereits fertig gemacht, weil ich will nachher sehen, wo ich meinen Kreis ausstanze, und mein Spruch soll zum Schluss hier unten über das Designerpapier verlaufen. So, und jetzt kommen wir eigentlich an zu dem Besonderen der Spotlight-Technik. Die besteht also daraus, dass ich aus einem Motiv einen Kreis, oder ich kann also auch was anderes machen, ausstanze und nur diesen Teil koloriere und mit einem nächstgrößeren Kreis hinterlege. Da kann ich euch gleich mal zeigen, wie also meine Framelits-lagenweise Kreise organisiert sind. Ich mache mir also auf jede Packung, drucke ich mir aus, was also in der Packung drin ist. Und dann ist es bei mir so, weil das ja immer auf diesem Papier klebt, wie es kommt, hole ich mir auf Rollen diese Magnetstreifen, klebe die mir hier so drüber. Hier habe ich also auf einer Seite die glatten und auf der Rückseite habe ich also die gewellten. Die halten hier drin. So sind sie also immer sortiert. Und ich sehe also gleich von außen auf meiner Packung, was sich darin befindet. So, jetzt nehme ich also hier mein Designerpapier, lege schon mal meinen Spruch hier drauf und jetzt suche ich, welche Größe ich nehme. Der Schmetterling ist relativ groß, also würde ich mich für diesen Kreis entscheiden und benötige dann den nächstgrößeren. Das ist der auf dieser Seite, für den ich also diese Mattung mache. Das beides werde ich jetzt mal an der Big Shot machen, und sobald ich das ausgestanzt habe, sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Jetzt habe ich also hier mein ausgestanztes Motiv. Das gehört also hier rein. Habe hier meine Mattung. Meine Framelits packe ich wieder weg.
Die benötigen wir nicht mehr. Und bevor ich jetzt anfange zu kolorieren, ich mache das immer ganz gerne so, dass ich die Sachen, die ich bereits fertig machen kann, fertig mache, damit sie also nicht auf meinem Arbeitsplatz rumliegen. Ich brauche im Prinzip für den Rest der Karte nur noch diese beiden Teile und das hier kann ich also alles schon fertig machen. Ich klebe also zunächst dieses Designerpapier auf meine Karte auf. So, das wäre fertig. Dann meine Schmetterlingsvielfalt oben drauf. Ich habe heute übrigens heute früh schon eine positive Sache erlebt. Kann ich euch schon mal erzählen, während ich hier bastle. Ich habe mich nämlich wieder für Ostern hier in Leipzig für einen Markt beworben. Gleich hier quasi bei mir vor der Haustür. Im historischen Felsenkeller. Die letzten beiden Jahre hat es leider nicht geklappt, habe ich Ostern diesen Stand nicht bekommen. Und für dieses Jahr habe ich also heute die Zusage bekommen. Wer also aus Leipzig und Umgebung ist, Ostern noch nichts vorhat, Ostersonntag und Ostermontag im historischen Felsenkeller in Leipzig, der Happy Pop-Up-Markt, dort findet er mich mit meinem Stand. Und kleine Workshops mache ich zwischendrin auch. So, jetzt haben wir diesen Bereich drauf. Jetzt kann also auch schon mein Spruch hier drauf. Den habe ich mit Absicht etwas gemattet. Da hätte es sich sonst zu schlecht von dem Designerpapier abgehoben. Der soll also hier drauf. So. Da ist er, da habe ich also unten noch ein Stückchen Designerpapier drüber gucken und oben drüber. Hier kommt also nachher mein Motiv oben drauf. Den Teil der Karte lege ich schon mal zur Seite. Und jetzt kommen wir zum Kolorieren. Und da kann ich euch gleich mal zeigen, weil manchmal die Frage kommt, wie bewahrt ihr eure Stamping Plans und so weiter auf. Ich habe da hier solche Karten, die sind aus dem Künstlerbedarf, den Namen sage ich jetzt nicht. Hier sind also meine ganzen Plans drin, das Ganze verteilt sich also mittlerweile schon auf zwei Mappen. Und weil ich immer wieder erlebe beim Workshop, bei dieser kleinen Beschriftung, die da drauf ist, dass es zum Schluss ewig dauert, bis das alles sortiert ist und die Mädels immer eine bestimmte Farbe suchen und das auch immer so lange dauert. Deswegen habe ich mir letztens so ein Beschriftungsgerät geholt und habe die alle beschriftet. So, jetzt schaue ich mal, mein Schmetterling, auf alle Fälle werde ich Osterglocke verwenden, weil so meine Mattung ist. Calypso kommt in der Farbe noch mit vor, durch, nehme ich also auch. Das werden also die Farbe für meinen Schmetterling. Gestern hatte ich schon ausprobiert, dass gerade für die Hintergrundfarben sich Aquamarin sehr schön macht. Das färbt also nur etwas ein. Und wie ich zum Schluss die Blümchen mache, werde ich entscheiden, wenn ich dort angekommen bin. Aber als erstes fange ich mit meinen Schmetterlingen an und der soll also frühlingshaft werden. Deswegen werde ich den die Hauptflügel in Osterglocke machen und den inneren Teil mit Calypso. Fange erst mit dem hellen immer an und wenn ich dann etwas farblich verstärken will, nehme ich also das dunkle. So. Das sind also auch Motive, die sich relativ schnell kolorieren lassen. Ich bin also ganz ehrlich, ich habe mit Kolorieren immer so meine Probleme gehabt. Aber seitdem es die Stamping Plans gibt, koloriere selbst ich gern. Wobei das immer meine Workshop-Mädels noch besser können als ich. Also ich bin immer erstaunt, was die also wirklich da
an kolorierten Sachen hervorbringen. Da muss ich mich ernsthaft dahinter verstecken. Aber ich sage mal so, dann dafür bin ich eben auf anderen Sachen dann kreativ, indem ich mir also ausdenke, was wir machen zu dem Workshop. Und die Umsetzung darf bei mir sowieso jeder sehr individuell machen. Ihr werdet das nächste Woche wieder sehen. Gibt es also den Frühlingsworkshop und ich werde euch also hinterher auch zeigen, wie viele unterschiedliche Sachen dabei entstanden sind. So, ich werde euch jetzt nicht hier ewig und 3 Tage jetzt zeigen, wie lange ich also hier zum Kolorieren brauche. Sondern werde kurz wegblenden, weil ich bin immer der Meinung, Videos sollten kurz und knackig sein. Es kommt darauf an, dass man das Wichtigste sieht an so einem Video. Ich muss also nicht jeden einzelnen Arbeitsschritt sehen. Und deswegen schalte ich euch weg und melde mich wieder, sobald ich hier fertig bin mit dem Kolorieren meines Schmetterlings und meines Spotlight. Bis dahin. Da bin ich wieder. Das ist also mein für heute kolorierter Schmetterling. Und da ja Schmetterlinge immer in der Sonne etwas glitzern, nehme ich das Lieblingsutensil meiner Workshop-Mädels, die sind da dran Großverbraucher, nämlich den Wink of Stella und werde damit noch etwas Glanz in meinen Schmetterling hineinbringen, dass der also dann auch noch schön glitzert. Damit mache ich also den gesamten Schmetterling. Kann man ruhig mehrfach drüber. Und ich finde, das gibt also immer einen sehr schönen Effekt. Und wie gesagt, meine Glitzermädels hier in Leipzig, die lieben diese Wink of Stella. Die sind da dran Großverbraucher und wehe, ich habe den mal vergessen. Ich hatte letztens mal so einen netten Kommentar auf Facebook, wo es um meine Aussprache ging. War eine Bastlerin aus dem Pfälzischen. Im Endeffekt hat sie dann zugeben müssen, dass es, glaube ich, bei jeder Region so ist. Wir haben nun mal unsere Dialekte, die klingen für die anderen komisch. Wir haben hier in Sachsen Dialekte, über die wir uns amüsieren könnt. Ihr habt Dialekte, über die ihr euch amüsieren könnt. Also es bleibt dabei. Ich werde nicht extra Hochdeutsch lernen. Es wird in meinen Videos wird weiterhin Sächsisch gesprochen. Und ihr glaubt gar nicht, wie erotisch Sächsisch sein kann. So, jetzt hat also mein Schmetterling das nötige Glitzern und wir kommen schon fast zum endgültigen Fertigstellen der Karte. Jetzt wird nämlich dieser Teil auf meinen Spotlight aufgeklebt. So, das ist also der Spotlight für unsere Karte. So.
So, hier haben wir die Karte, die wir vorhin vorbereitet haben. Ich nehme jetzt noch Dimensionals. Mache die auf die Rückseite meines Spotlights drauf. So, und jetzt muss ich meinen Schmetterling hier drauf nur noch richtig platzieren, dass der Ausschnitt wieder passt, den wir vorhin ausgeschnitten haben. Hier geht der Flügel weiter. Hier stimmt es. So. Das passt, das passt. So, und damit habe ich also die heutige Spotlight-Karte fertig, die wir jetzt hier gemeinsam gemacht haben. Hier jetzt nochmal die Karte von gestern, die also mehr in Heideblüte gehalten, die hier jetzt mal in Frühlingsfarben, sprich Osterglocke und Calypso. Das soll es dann für heute von mir gewesen sein. Bis zur nächsten Woche. Nächste Woche gibt es ja, wie versprochen, diese frühlingshafte Kerzenbox, die ich also mit den Mädels zum Workshop mache. Und das Video, ich werde es im Laufe der Woche drehen, ist ab nächster Woche nach dem Workshop ab ca. 23 Uhr verfügbar. Bis dahin, viele Grüße aus Leipzig, euer René.